Die Meinung war weit verbreitet, die können noch nichts, das geht ja gar nicht, die bringen mir alles durcheinander im Labor. Es hat sich dann aber gezeigt, dass das ein Vorurteil war in der Tat, weil die Projekte so angelegt sind, dass die Doktoranden in den Laboren kleine Gruppen von 2, 3 oder 4 Studierenden an einem kleinen Teilprojekt ihres eigenen Projektes mitarbeiten lassen. Und es ist tatsächlich so, die haben jetzt die Klausuren noch nicht alle bestanden, die man im Vorstudium braucht. Was weiß ich, Sie haben das Beispiel Biochemie genannt, da fehlt dann vielleicht noch in der Mathematik, Statistik und Physik einiges. Wenn ich mal ganz ehrlich sein soll, ich bin ja auch Naturwissenschaftler, ich glaube, ich würde keine dieser Klausuren heute mehr bestehen und arbeite trotzdem wissenschaftlich, glaube ich, auf ganz gutem Niveau. Das bedeutet, in einem Projekt zu arbeiten, angeleitet von einem Wissenschaftler, der daran arbeitet, eingeführt zu sein von einem Wissenschaftler, angeleitet, das funktioniert. Und wir haben beobachtet, dass die Studierenden dann an dem Projekt dran sich die Kompetenzen und das Fachwissen erwerben, was sie brauchen. Inzwischen ist es ganz gut akzeptiert und ich glaube, wir haben diese Vorurteile korrigieren können, weitgehend. Vielleicht ist es interessant, die Ursprünge dieses Projekts noch mal kurz hier wiederzugeben. Ich habe das gestartet, als ich selber an der Universität als Hochschullehrer begonnen habe, dann im Hörsaal stand und auf einmal wie so ein Flashback das Gefühl hatte, es hat sich eigentlich nichts seit deinen eigenen Studientagen geändert. Ich habe das nicht so sehr genossen, damals noch im Diplom, wo ja alles besser war, wie viele sagen, aber auch dort saß man in großen Veranstaltungen und konnte eigentlich nicht das tun, weshalb man an die Universität gekommen war. Und wir haben das dann im Kleinen geändert, freiwillige Projektarbeiten hieß es dann angeboten und ich konnte einfach ein paar Kollegen rechts und links von mir davon überzeugen, dass das eine gute Idee ist. Wir haben dann schon im zweiten und im dritten Jahr freiwillig, da gab es überhaupt keine Kreditpunkte und überhaupt auch keinen Cent für die betreuenden Doktoranden dafür oder für die Labore, für die Sachmittel, die man braucht, so viele Projekte anbieten können, dass in einigen Jahren zwischen 95% und 100% der Biologiestudierenden diese Projekte mitgemacht haben. Also das geht schon auch, das geht, Der Charme war dann auch immer für die Studierenden, dass es nun nicht Teil des Curriculums war, dass es freiwillig war, dass sie es machen, weil sie es machen wollen. Es haben sich viele Matches ergeben, also die Studis sind dann zurückgegangen in die Fachgebiete später für ihre Diplomarbeiten. Die sind als Hiwis angestellt worden. Das war tatsächlich so ein Motivationsschub für viele der Studierenden. Und der Profit jetzt für mich und meine Kollegen war, die Talente oder diejenigen, die also selber zu meiner eigenen Arbeitsgruppe, zu meinem eigenen Fachgebiet passen, frühzeitig in Augenschein zu nehmen und an mich zu binden. Also ich glaube, das braucht keinen Apparat, das braucht jetzt keine Studienplanänderungen. Man kann so etwas auch im Kleinen, wenn man meint, man braucht so etwas oder das hat einen Charme, einführen und von dort aus das dann weiterentwickeln, so man denn will. Das Projekt war es schon nicht uninteressant, dass ich alle Fachgebiete mehr oder weniger kannte aus meiner Zeit im Rektorat zuständig für die Lehre. Ich denke, was vielleicht helfen würde, wäre nicht so sehr durchstrukturierte neue Programme, um jetzt die Hochschullehrerinnen und Lehrer didaktisch weiterzubilden. Was es bräuchte, wären Freiräume, um neue Lehrformen auszuprobieren. Und es wäre notwendig, dass man dafür individuelle Coaches hätte. Wir haben das große Glück gehabt, für einige Jahre über ein anderes Projekt einen sehr, sehr kreativen Kopf an uns binden zu können. Dessen Grundüberzeugung es war, auch wenn Lehre Ihnen keinen Spaß macht, wenn Sie wollen, kann ich Ihnen Sie beraten, vielleicht, dass es trotzdem weniger mühsam für Sie wird. Aber Sie brauchen dieses Angebot auch nicht wahrzunehmen. Das war individuelles Coaching, wobei dann die Ideen, die er vorgeschlagen hat oder die man gemeinsam erarbeitet hat, ich habe das an einigen Stellen gemacht, zeit- und arbeitsintensiv sind. Und da denke ich, wäre es vielleicht schon hilfreich, wenn man Kolleginnen und Kollegen, die so etwas gerne einmal machen wollen, entlastet von ihrer übrigen Lehrentlastung oder zumindest die Lehrverpflichtung reduziert auf ein Maß,
die es ermöglicht, überhaupt die Zeit, die notwendige Zeit zu investieren, um etwas Neues auszuprobieren, natürlich dann auch mit dem entsprechenden Feedback, das mal über 2-3 Jahre zu machen. Also vielleicht braucht es nicht mehr als einen Pool an Mitteln, also vielleicht wäre es möglich, dass man so etwas im Wettbewerb ausschreibt. Diejenigen, die sich dafür interessieren, stellen einen kleinen Antrag und bekommen dann für 2 oder 3 Jahre eine Reduktion von 2 oder 4 Stunden und dafür entwickeln sie ein neues Lehrkonzept. Es kann sehr gut sein, dass so etwas dann für mehr als eine Person passt. Dann kommt es darauf an, wie man das kommuniziert. Wir hatten solche Lehrlunche dann einmal gemacht, wo man genau so etwas tun konnte. Also über Mittag, anstatt in die Mensa zu gehen, sich zu erzählen, was man Neues in der Lehre probiert. Das waren durchaus produktive Gespräche. Klar, das ist keine Professorenvollversammlung. Klar, da kommen vielleicht nur 10% etwa von unserer Professorenschaft hin. Aber das sind diejenigen, die dann eben bereit sind, an ihrer Lehre etwas zu ändern. Also vielleicht, wenn man das Bachelor-System schon auch kritisch betrachtet, ich bin also durchaus war sehr dafür, dass es gemacht wurde. Es hat viel bewegt, wir haben über Lehre einmal nachgedacht. Aber man sollte vielleicht, oder man könnte darüber nachdenken, manches zurückzuerobern. Das bedeutet die Bürokratisierung der Prüfungsorganisation, die verpflichtende Benotung von Modulen zurückzufahren auf ein vernünftigeres Maß, vielleicht auch wieder eher vernetzte Inhalte über mehrere Module hinweg dann zu erfassen. Also wenn es darum geht, wir müssen ja Noten geben, leider, also die Kompetenzen der Studierenden dann abzufragen. Das würde schon helfen. Das würde auch helfen, dem akademischen Mittelbau, der doch zum großen Teil wahrscheinlich die sehr vielen Prüfungen, die durch die Modularisierung angefallen sind, zu bewältigen hat. Bei uns die großen Fächer in den Wirtschaftswissenschaften haben um 500 oder 600 Studienanfangende, wie es so schön heißt, und 5 Module pro Semester. Können Sie sich vorstellen, was da an Klausuren dann jedes Semester anfällt? Erster Versuch, zweiter Versuch, dann manchmal noch die dritten Versuche. Also das sind ganz, ganz große Belastungen, die man eigentlich nicht sieht, die häufig an den Mittelbauern dann hängen. Das würde ich eigentlich mir vorstellen, dass es reduziert wird, damit wirklich überhaupt die Möglichkeit besteht, kreativ einmal etwas auszuprobieren. Ich glaube ja, dass dieser Qualitätspakt Lehre ein richtiger Ansatz war, dass der Bund hier wirklich die Initiative ergriffen hat, wahrscheinlich auch durch den Wissenschaftsrat irgendwie mitkatalysiert, der noch mehr Geld für die Lehre gefordert hat. Wobei die Gefahr auch immer besteht, ich sehe es auch zum Teil in diesen Projekten, die da hier gefordert werden, dass eben doch schon sehr viel standardisierte Dinge dann angeschoben werden, Studieneingangsphase, alles sicherlich sehr, sehr wichtige Themen, aber nicht viele Freiräume wirklich geschaffen werden für kreative Ideen. Und ich würde mir vorstellen, dass man kreative Räume schafft für Lehrende an der Universität. Das ist vielleicht auch so was. Unser Projekt heißt der Humboldt Reloaded. Das war natürlich eine kleine Universität und da war der Hochschullehrer derjenige, der die Lehre gestaltet hat, weshalb man irgendwo hinging zu seinem Lehrer, nicht? Und ich meine, davon sind wir weit, weit weg. Aber vielleicht kann man doch so eine Individualität in der Lehre auch wieder stärker betonen. Das würde ich eigentlich auch sehr gerne haben.